Hallöchen! Es geht endlich an den Zusammenbau von meinem Kyosho. Ich habe ja schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ich habe heute auch mal Handschuhe an, weil das eine ziemlich ölige Angelegenheit war. Ich habe jetzt zum Beispiel endlich mal meine Stoßdämpfer bekommen. Das hat ein bisschen länger gedauert, aber naja, jetzt sind sie endlich da. Die bauen wir aber erst später ein. Wir kümmern uns jetzt erstmal ums Diff. Ja, da, ich weiß nicht, was mit dem Diff ist hier, mit diesem hier. Irgendwie ist das unrund. Das hört man auch schon. An einer Stelle hakt das immer. Ich denke mal, das hat durch den harten Aufprall bei diesem Sprung. Das Video kennt ihr ja auf meinem Kanal. Dieses Jump-Fail-Video. Da hat es irgendwie, das Diff ist unrund geworden, keine Ahnung. Dann habe ich vom Ölfuß, nochmal danke dafür, ein Tellerrad bekommen. Da hat er mir ausgeholfen, weil er ist ja ein überzeugter Kyosho-Anhänger. hat mir da ausgeholfen. Das lege ich mir auf Reserve, weil ich habe hier noch ein komplett nagelneues Diff. Original von Kyosho. Günstig ersteigert für komplett mit Gehäuse und noch ein paar anderen Teilen für 4,50 € oder 5,50 € oder sowas. Richtig geil. Dazu noch eine Karo. Die Dämpfer waren noch Karo-Heckspoiler ohne Chassisplatte. Insgesamt waren das nicht mal 30 €. Ja, coole Sache, Glück gehabt. Und Katze, hallo? Ja, egal, wir fangen erstmal an. Also, wir müssen auf jeden Fall hier den Outdrive erstmal lösen. Ich hoffe, ihr könnt hier ein bisschen was sehen. Ja. Zum Schluss zeige ich euch dann nochmal am Schreibtisch das komplette Auto, wie es jetzt aussieht am Ende. Und dann geht es auch bald wieder los mit Bash-Videos. Solange kein Schnee liegt, weil mein Kyosho ist ja nicht wasserdicht, sollte das alles kein Thema sein. So, was muss noch umgeändert werden? Der Halter hier oben muss noch ab. Ich habe irgendwann, ups, ihr habt irgendwann mal gefragt, ob ich mal mehr Bastelvideos machen kann. Ihr wisst ja, ich bin da eigentlich nicht so der Typ für, mir stundenlang an irgendeiner Sache zu bauen und dann mir den Mund fusselig zu reden. Aber ich dachte mir, okay, das kann man ab und zu ruhig mal machen. Ja, der Schatten, das ist jetzt irgendwie. Das ist irgendwie blöd gerade, aber naja, lässt sich jetzt nun mal nicht anders machen. Leider. So, jetzt hätten wir das. Jetzt ist das alte Diff. Kann erstmal weg. Das schaue ich mir dann später nochmal richtig genau an, was ich damit nun mache. Ob ich das so lasse. Oder ob ich das. Ob ich das wegschmeißen kann. Mache ich das hier gerade richtig? Ich glaube schon. Okay, der Schraubenzieher ist ein bisschen zu klein. Ja, Kyosho hat ja teils Kreuz, teils. Also die älteren haben Kreuzschrauben, die neueren haben dann schon Imbusschrauben. Da muss man halt ein bisschen gucken. Ist halt immer die Devise. Größeren Schraubenzieher nehmen statt zu klein, weil dann greift das Ganze auch richtig. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich die Halterung jetzt richtig immer. Ich bin mir gar nicht 100% sicher. So, dann setzen wir mal die Dämpferbrücke ein hier. Ne, die muss doch, die muss so rum. Ja, warte mal, wir können erstmal den Kumpel hier anschrauben. Heckspoilerhalter. Alles ein bisschen enger jetzt hier, weil das alles neu und alt zusammen, das ist immer so eine Sache, ne? Muss die Schrauben hier mal rauspoppeln. Na, komm raus. Wo ist er denn? Es kommt schon raus. Ich hätte eigentlich auch gleich die schwarze Dämpferbrücke einbauen können.
Ist mir gerade so eingefallen. Aber naja. Mache ich halt dann doch später. Ich wollte den ja noch komplett lackieren. Aber es kam ja nur der Ausfall mit dem Dämpfer dazu. Und dann habe ich das erstmal beiseite gelegt. Das machen wir dann halt einfach später. Zieht sich das Projekt halt noch eine Weile hin, ist ja auch nicht schlecht. Aber ich will es erstmal wieder fahren und vor allem Videos machen. Für euch natürlich, dass ihr halt ein bisschen seht, dass die Kyoshus einiges aushalten. Das bei mir ist in dem Fall, dass das gleich ein Dämpfer gebrochen ist und einer so stark verbogen ist. Ja, das. Also ich denke mal, das hat viel mit den Temperaturen zu tun gehabt. Es waren so minus 5 Grad oder sowas. Das hat sicherlich damit was zu tun gehabt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das sonst auch passiert wäre. So. Jetzt haben wir das erstmal. Jetzt schrauben wir erstmal das ganze Gestänge hier wieder zusammen. Das ist extrem stabil gemacht hier. Also hier sind am Heckspoilerhalter, an den Diffs sind hier so circa 8, 9 Schrauben. Und das macht das Ganze natürlich stabil, ist aber dafür Kunststoff. Also es gibt auch noch nach. Das finde ich eigentlich ganz gut gemacht. So, jetzt hätten wir das. Jetzt können wir als nächstes machen wir mal hin die. Ich muss hier immer mal gucken, muss mal mein Display mal zurechtrücken, dass ich auch sehe, wo ich bin. Jetzt machen wir hier hinten mal vom Stabi die Halterung am Diff ab. Da benutze ich nämlich die alte, weil hier sind leider keine Mahnschrauben dabei. Aber naja, was soll's. Kann man jetzt nichts machen. Ist ja auch nicht so wichtig. Solche Mahnschrauben hat man ja eigentlich zu Hause. So, jetzt muss ich mal überlegen, was machen wir jetzt als nächstes fest. Machen wir mal die kleinen hier jetzt noch rein. Also ihr merkt schon, hier sind extrem viele Schrauben. Es werden einige wieder meckern, warum nimmt ihr keinen Akkuschrauber? Ja, bin ich irgendwie, weiß ich nicht. Bin halt vom Beruf Handwerker und mache halt lieber alles mit den Händen. Natürlich würde es jetzt schneller gehen mit einem Akkuschrauber. Habe ich auch alles da, habt ihr ja in dem Black & Decker Unboxing da gesehen. Aber irgendwie mache ich das lieber mit der Hand, dann hat man den Festigkeitspunkt. Spürt man natürlich besser mit der Hand als mit einem Akkuschrauber. Und das ist halt Kunststoff. Und ja, das geht halt damit deutlich besser. Jetzt müssen wir den Schraubenzieher wechseln. Ja, das ist halt hier. Das habe ich mir noch in der Hand gepiekt. So. Jetzt haben wir eigentlich schon fast alles zusammen. Dann können wir langsam das Diffgehäuse und die hintere Dämpferbrücke wieder an die Querlenker basteln. Und dann basteln wir das Ganze an die Chassisplatte. Dann können wir uns ja eigentlich schon an die Dämpfer machen. Weil das Video wird doch nicht so lange gehen. So. Sieht alles gut aus. So, jetzt gucke ich noch mal, ob ich irgendwas vergessen habe. Aber es schaut nicht so aus. Gut. Jetzt müssen wir gucken, das hier ist hinten.
Warte mal, das hier ist hinten. Ich bin nicht verwirrt. Ne, das ist hinten. Das kommt hinten raus, also muss das dahin und das dahin. Richtig? Richtig. Okay. Knochen, das ist immer so ein bisschen eine Fummelei. Ich wollte eigentlich hinten schon auf CVDs umbauen. Die hat mir ja der Benny mitgeschickt. Die CVD-Wellen. Aber irgendwie hatte ich noch keine Lust dazu. Deswegen sind hier immer noch die Antriebsknochen verbaut. Ich hatte auch noch nie Probleme mit den Knochen, deswegen habe ich es jetzt nicht als wichtig empfunden, das Ganze hier anzubringen. So, das war so rum. Und kippen wir das Ganze mal nach vorne so ein bisschen. Tü-tü-tü. Ich hoffe, ihr könnt irgendwas erkennen. Das machen wir jetzt mal ganz schnell mit den Schrauben hier fest. Ich bin nicht drin. Ach nee, das sind die falschen Schrauben. Stimmt, hier kommt sein Kopf rein. Fail. Ja, kann passieren, das ist jetzt auch schon. Ich habe zwischendurch noch mal Kaffee getrunken. Da weiß man nicht mehr so genau, welche Schrauben da jetzt wo waren. Da liegen auch einige rum. So, jetzt drehen wir das Ganze wieder so rum. Dann machen wir hier vorne jetzt ein klein bisschen sauber machen hier. Die muss so rum. So, und hier kommen jetzt diese hier rein. Habe ich gerade was gesehen. Das waren die Diff-Schrauben, ist mir gerade eingefallen. Die kommen weg. Das sind gar nicht die, das waren die Diff-Schrauben, weil ich habe das Diff-Gehäuse aufgeschraubt gehabt. Jetzt wundere ich mich auch, warum die so klein waren. Warum die so wenig gegriffen haben. Aber naja, gut. Jetzt können wir diese E-Clips wieder einsetzen. Ja, auch wieder wichtig, nicht zu dolle anziehen, sonst habt ihr ein Problem später. Knochen sind drin. Das machen wir gleich. Ja, wir schrauben jetzt erstmal die Dings wieder rein. Die Stabilhalter. Ah, wie ich kleine Schrauben hasse. Ich komme mal ein bisschen weiter vor. Ist mir gerade gar nicht so aufgefallen, dass ich ziemlich weit weg bin. Das mache ich jetzt einfach mal so per Augenmaß. So könnt ihr, glaube ich, mehr sehen, oder? Ich weiß es nicht.
alles mit Lichttechnik ist hier zurzeit bei mir ein bisschen schwierig. Ich lasse mir da auf jeden Fall noch was einfallen. Da müssen wir mal sehen. Das wird auf jeden Fall besser noch dieses Jahr. Das Jahr hat erst angefangen. Ich habe ja noch genug Zeit. Das war schon wieder zu fest wegen der Mannschraube. Sheet. Davon natürlich jetzt nicht zu fest machen. Muss man natürlich jetzt ausrichten, das Ganze. So. Jetzt kann man das Ganze festziehen. Ist symmetrisch. Heißt, Stabi ist in richtiger Position. Hier muss ich eh nochmal umstellen, die Vorspannung vom Stabi, die ist noch ein bisschen schlapp. Hier muss ich noch ein bisschen anpassen, aber Hauptsache, das war ein bisschen fest. Hauptsache, er erfüllt seinen Zweck. Das tut er, also man merkt das schon beim Fahren jetzt. Kann er hier auch sehen, er erfüllt seinen Zweck auf jeden Fall. So, achso, das müssen wir hier noch auf jeden Fall. Antriebsknochen. Ach, Antriebsknochen. Ja. Spurstange einsetzen. Ja, das Klappern, das ist dieses Multitool hier. Das klingt sehr gut. Es klingt auf jeden Fall tausendmal besser als vorher. Auf jeden Fall sehr gut. So, machen wir das Licht wieder nach oben. Sehr gut. So, jetzt machen wir noch die Klipse dran. Viele mögen die ja nicht. Ich finde die eigentlich ganz gut, weil damit geht es relativ schnell, Dinge zu wechseln. Habe ich jetzt meine gekrüppte Zange. Ja, ich muss mal wieder meinen Tisch aufräumen hier. Aber in letzter Zeit waren so viele Projekte, wirklich jeden Tag irgendwas anderes gemacht. Drifter habe ich ja jetzt so weit fertig. Also die Karosserie, die Lichteinheit habe ich jetzt alles so weit fertig. Zack. Das passt. Einmal rumdrehen. E-Clip. Na komm. Ja, mit Handschuhen ist das jetzt blöd, deswegen arbeite ich so ungern mit Handschuhen, aber ich muss nachher noch weg. Und wenn ich jetzt hier diese ganze Schmiere da in der Hand habe, das ist nicht so cool. So, es ist so drauf. Und zack. Ganz schön. Nein! Also, ach, das war zu wenig Fleisch ist. Da habe ich ein bisschen zu knapp gemessen. Sage mal, der Letzte natürlich, oder? Ne? Das ist halt immer so, der Letzte will einen immer auf den Sack gehen. Komm schon. So, jetzt. So, dann hätten wir das soweit. Das sind die Schrauben, die ich jetzt nicht mehr brauche. Die tue ich erstmal hier hin. So, jetzt holen wir uns mal das Chassis. Hier haben wir das Chassis. Hier seht ihr, könnt ihr das erkennen? Diese riesen Furche hier. Deswegen habe ich mir noch eine andere Chassisplatte besorgt. Irgendwie traue ich den Braten nicht hier. So, jetzt setzen wir das Ganze mal ein. Das ist wieder ein bisschen tricky hier.
mit der Antriebswelle. So. Das mache ich. Ne, das machen wir gleich. Jetzt drehen wir die ganze Karre einmal rum. Setzen das hier auch richtig ein. Zack. So. Den großen Onkel. Eins. Immer über Kreuz, was richtig, was immer sowas angeht, wo große Kräfte wirken oder große Flächen zusammengeschraubt werden, immer möglichst über Kreuz. Sonst wird das Ganze windschief. Und dann, gerade bei einer Chassisplatte, die sieht zwar relativ stabil aus, aber so ein bisschen reicht schon und dann war's das. Hat die einen kleinen Knick drin, was ich auch schon vermute, dass durch den Aufprall, das zeige ich euch gleich mal, hier ist ja diese kleine Ausbeulung von dem Mitteldiff, von dem hinteren Diff und vorne ist sowas auch. Das hat hier einen richtigen Schlag. Da ist richtig, ich weiß nicht, wie ihr das erkennen könnt, da fehlt eine richtige Ecke und nicht, dass dadurch das eiert. Wo kann ich mir einen? Nee. Nee, jetzt funktioniert das alles wieder. Ich freue mich. Das heißt, ich kann wieder Kyoshu fahren. Jawohl. Es ist eigentlich wirklich eins der besten Autos, die ich hatte. Ich bin so zufrieden mit dem Auto, das klappt man kaum. So, Querstrebe ist auch fest, alles bombenfest. Und das funktioniert wieder einwandfrei, richtig cool. So, jetzt kümmern wir uns mal noch um die Stoßdämpfer. Haben wir hier zwei große hinten. Schrauben hier. Habe ich extra drin gelassen, hier die Schrauben. Dass ich da nichts verliere. Jetzt müssen wir nochmal gucken, die waren ganz außen dran. Der Rod End verdreht sich immer. Komm schon. Also diese Kugel hier, die will mir gerade ein bisschen auf die Eier gehen. Hallo? Was ist denn mit dir? Mann, Mann, Mann. So, jetzt. Nicht mit mir. So. Das hätten wir auf jeden Fall. Jetzt müssen wir hier oben die Mutter lösen. So. Okay, hier will man ein bisschen locker geworden hier. Dieser Abstandhalter. So. Irgendwie hatte ich sowas im Gefühl. Das Buch, das war die Mutter, dass die hier nicht so wirklich dran passen.
Das ist jetzt blöd. So, aber die Mutter, mal sehen. Die haben einen anderen Kopf wie meine alten Dämpfer. Irgendwie hatte ich sowas im Urin. Das ist natürlich jetzt richtig dumm. Wie mache ich das? Ist am blödesten. Weil das ist nicht richtig zentriert hier. Das ist echt. Ich lasse mir mal kurz was einfallen. Mal sehen, vielleicht finde ich eine große Unterlegscheibe oder sowas. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ein Tag ist vergangen. In dem Video vor diesem hier, da seht ihr ja, dass ich was unboxed habe, und zwar hat mir der liebe Yannick ausgeholfen. Ihr hattet ja das mitbekommen mit dem Problem mit den Stoßdämpfern. Das wusste ich gar nicht, dass ich die Halter nicht habe. Ja, blöd gelaufen, scheißegal. Da ist er. Fast wie neu oder besser als neu. Karo günstig ersteigert, Heckflügel günstig ersteigert, Stoßdämpfer günstig ersteigert und noch von Yannick bekommen. Funktioniert wieder einmal frei. Stoßdämpfer habe ich befüllt mit. Scheiße, weiß ich gar nicht mehr. Verdammt. Auf jeden Fall habe ich vorne ein bisschen weicher gemacht als hinten. Spielt jetzt auch nichts zur Sache. Vorspannung ist so eingestellt, dass er, wenn er aus ca. einen halben Meter Höhe runterfällt, nicht durchschlägt. Das ist jetzt perfekt. Also wenn ich ihn jetzt hochhebe, jetzt knickt er immer ein bisschen ein. So soll das sein. Muss ich schon richtig Kraft aufwenden, bis der auf den Boden kommt. Werde ich vielleicht noch ein bisschen weicher machen. Muss ich mal schauen, weil bei Höhe Sprünge nicht, dass mir wieder was bricht. Innen hat sich nichts getan. Ich zeige es euch trotzdem nochmal. Da hat sich jetzt nichts getan. Ich habe ja, wie gesagt, das Diff ausgetauscht. Das funktioniert jetzt wieder alles einmal frei. Die Karo hier, die werde ich nur für die Wand nehmen. Also wenn ich ihn hinstelle zu Hause. Zum Fahren habe ich ja noch die matt-schwarze. Die behalte ich zum Bashen, solange wie die noch hält. Und die bleibt erstmal so dran. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, wenn ihr mehr solche Bastelvideos seht, dann schreibt es mal in die Kommentare. Also sehen wollt, ich seht. Schreibt es in die Kommentare. Ich versuche das dann immer mal so ab und zu mal hinzubekommen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Für Big Board Dämpfer von Kyosho solche Halterungen hat für die Dämpferbrücke, weil ich mein Kyosho ja repariert hatte.